Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lüni und heute mit dabei ist der Fabian. Und das dreht sich heute mal wieder um ein schönes Loch, was sich jetzt hier im Fels befindet. Ein halb zugemauerter Eingang, der jetzt hier richtig in die Tiefe wohl führt. Und wir wollen heute zusammen eine Höhle befahren, ca. 120 Meter lang, sehr eng wahrscheinlich, mit Kriechpassagen. Und ja, wir sind uns hier gerade so ein bisschen am Aufrüsten. Ich ziehe mir gleich noch einen Schlatz an. Hierbei zu erwähnen ist, dass der Fabian jetzt hinter mir in dem Thema völlig neu ist, sprich ein blutiger Anfänger. Und letzten Endes hat es ihn dazu bewogen, heute mal einfach mal auf so einer Tour dabei zu sein, um einfach für ihn herauszufinden, ob es letztendlich vielleicht für ihn ein neues Hobby ist, die Höhlenbefahrung. Und ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt fertig. Und dann geht es auf jeden Fall los mit der Höhle. Ja, sehr geil. Jetzt rutsche ich hier, pass auf. Was ist denn da Schönes? Naja, wichtig ist erstmal, dass wir erstmal den Hauptgang machen und dann gehen wir auf die Abzweigungen ein. Hier ist aber auch eine Stufe, ne? Hier ist wieder eine Treppe angelegt, relativ einfach. Oh, guck mal, jetzt wird es auf jeden Fall richtig groß. Ja, okay. Ja, Handschuhe machen auch Sinn, ne? Dass man sich halt festhalten kann. Ja. Und vor allem hier. Mini-Tropfsteine. Ach, das ist dieser größere Raum hier. Oh, fett. Große Halle. Ach, und da geht ein Gang weg. Und da hinten ist nochmal eine Nische. Okay. Das ist jetzt hier sozusagen der erste große Hauptraum. Da geht es gleich eine kleine Nische rechts. Also Fakt ist erstmal, ich werde erstmal den Rucksack ablegen, weil das zerstört hier, wenn du hier am Kriechen bist. Ja. Also im Prinzip kannst du hier deinen Rucksack auch erstmal ablegen. So, guck dir einfach mal die Tropfsteine an, die hier wachsen. Das Weiße hier, das ist Mondmilch. Das ist eine Art Kalkablagerung. Das hat diesen weißen Überzug hier. Das ist, dann hast du halt hier diese kleinen Deckentropfsteine, die jetzt hier auch wachsen. Wie du schon gesehen hast, hier zum Beispiel, überall. Sehr wichtig ist natürlich dabei, dass du mit deinem Helm da nicht anschlägst. Ja. Deswegen ist es auch immer ratsam, sehr behutsam in der Höhle unterwegs zu sein und sich wirklich auch umzuschauen, wo man hintritt. Wenn man das hier mal sieht, hier hast du das auch wieder. Das ist hier dieser Kalkablagerung, Mondmilch. Und hier unten war auch noch eine schöne Stelle, wenn du hier mal reinleuchtest. Ja. Richtig schöne Tropfsteinkluft. Ich denke mal, man kriegt das wahrscheinlich von der anderen Seite auch nochmal gezeigt. Guck mal rechts, ey, du, mein Lieber, du übersiehst die schönen Bereiche hier. Ja, einfach durchgerusht. Alter Schwede.
guck dir mal rechts den Tropfsteinwachstum an. Ja. Und dann geht es da hinten noch weiter. Vor allem hier durchs Wasser. Also das, was wir hier sehen, und das, was du hier siehst, das nennt man ein Sinterbecken. Ich versuche das mal vernünftig auszuleuchten. So, jetzt sieht das mal schön. Ja, das ist sieht richtig schön aus. Das ist halt hier diesen kleinen Teich und halt gesäumt von Tropfsteinen. Jetzt versuche ich natürlich da weiter hier durchzukommen, hier durch das Wasser noch. Mach mal wie so ein richtiger Höhlenforscher, so läuft. Ja, ich probiere mal wie eine Spinne hier rüberzukommen. Und pass ja auf die Ränder auf, ne? Du weißt, die sind empfindlich. Ja. Geil. Du machst das großartig, mein Lieber. Du machst das großartig. Ja, easy peasy, ne? Ey, du bist über das Wasser hinüber weg. Ich glaube, den Rest, den schaffst du. Ja, das wird hier immer enger. Und ganz hinten wird es da schöner von den Tropfsteinen? Da ist wie so. Ich sehe das von hier, da ist ein Wasserfall, ne? Ja, wie so ein Kalkwasserfall. Das ist ein Sinterwasserfall. Siehst du, da wird es noch umso interessanter. Oh wow. Ich lausche hier gerade die Geräuschkulisse. Man hört das sogar, ne? Also hier ist ein Gerinne ist hier, was hier aktiv ist. Und vor mir ist auf jeden Fall ein schöner Tropfstein. Jetzt versuche ich mal. Hier auch nochmal diese Zwischenspalten reinzufilmen, weil das sieht da richtig schön aus. Also besser kriege ich das hier jetzt nicht ausgeleuchtet. Ich habe jetzt hier nochmal meinen Deppenzepter geholt, um das hier nochmal ein bisschen euch zu zeigen. Weil es sind halt sehr uralt Versinterungen da zu sehen. Und ja, das sieht eigentlich richtig schön aus, aber ich kann das jetzt aus der Entfernung nicht sehen, ob ich das richtig ausleuchte hier. Aber so kriegt man auch nochmal einen Eindruck in den hintersten Ecken dieser Höhle, in der man halt auch mal ein bisschen sucht. So, da wo der Transportsack jetzt ist, ist ja dieses schöne Sinterbecken mit dem schönen Tropfsteinteil. Der Tropfsteinteil setzt sich jetzt hier auf der linken Seite auch nochmal richtig schön weiter. Ist verbrochen alles. Aber hier, alter Verwalter, ihr seht das, wird das auch nochmal richtig schön. Wenn euch das mal ansieht hier. Ein Meer aus Tropfsteinen. Gesäumt von ganz vielen Mücken. Also hier muss ja die Mückenkönigin leben. Hier sieht man den weißen Tropfsteinschmuck auch nochmal, wie er hier wächst und gedeiht an der Decke. Ich muss ja echt sagen, also wenn man hier schnell durch die Höhle läuft, dann übersieht man die schönen Stellen. Ich habe hier vorhin schon zu Fabian gesagt, dass hier eine sehr markante Stelle ist, wo man hier wirklich komplett schwarze Wände sieht. Das zeugt von damaligen Besuchern, die hier mit Fackeln reingegangen sind und somit die Wände komplett verrußt sind. Also wenn man selbst jetzt hier sich die Kluft anguckt und das bis oben hin verfolgt, selbst die ganzen Versinterungen und Tropfsteine sind hier alle komplett in schwarzer Farbe. Komplett verrußt. Also im Prinzip müsste man auch wahrscheinlich damals hier mit der Fackel hier drin gestanden haben und dann hat sich das hier lichterloh hochgebrannt. Verrußt alles. Sieht nicht mehr so ganz so schön aus. Oder was sagst du dazu, Fabian?
Ja, das ist nicht mehr der ganze natürliche Zustand, wie es mal war. Ne? Selbst an den schwarzen Wänden restauriert die Mutter Natur selber ihre Wände. Das heißt, hier der weiße Kalksender kommt wieder und überwuchert hier die schwarzen Wände und bildet sich halt neu. So, und jetzt sagte Fabian, dass geradeaus wohl noch ein ganz ziemlich schöner Teil sein soll, aber ich sehe das hier aus der Entfernung aus schon, dass es da nochmal richtig interessant werden wird. Oh wow! Geil! Oh. Also was wir jetzt hier sehen, das sind Tropfsteinsäulen. Geradezu ist eine, da ist eine. Das sind im Prinzip Boden- und Deckentropfsteine, die immer zusammengewachsen sind. Und ich glaube, wenn man hier in diesen hinteren Bereich reinkriecht, das wird umso schöner noch. Einen Himmel aus lauter Tropfsteinen. Echt aufpassen, dass man hier mit dem Helm nirgendwo gegenschlägt. Ach ja, und hier war dieser enge Abstieg. Genau. Oh, da will ich jetzt mal runter. Das will ich mir mal angucken. Aber zuerst muss ich jetzt mal noch mal kurz diesen Sinterwasserfall hier begutachten. Und eigentlich ist das ja hier eine Rutschpartie. Einfach bloß runterrutschen und dann mal sehen, wo wir ankommen da. So, ich gebe dir das mal. Aber das riskier nichts, ne? Du bist da, um Hilfe zu holen. Ich guck mal das mal an. Erstmal muss ich Licht haben. So. Wie weit das jetzt hier runter geht. Guten Rutsch! Yeah. Oh, das lässt sich machen. Steinschmuck ist hier mit euch. Vor allem hier. Gib dir mal die GoPro. Das ist ja auch mega. Diese Tropfsteinsäulen. Oh ja. Hier, wie das hier zusammengewachsen ist. Ja, kannst du auslassen. Pass aus. Achte mal drauf, wenn du unten reinkommst, dann rechts, da hast du noch so einen ganz schmalen Spalt, da kannst du auch reinkriechen. Mhm. Gibt's noch mal echt was für die Augen? Ach, hier meinst du, ne? Hier konntest du auch noch mal reinkriechen. Aber das war ja
Das war ja die Spalte, die ich ja gesichtet habe, wo man die schönen Sinterfahnen sieht. Jetzt krieg ich da noch mal rein. Mücken! Ja, Mann. Richtig eklig. Ich hoffe, man sieht das mit den Mücken. Ich wollte eigentlich auf das hier eingehen. Diese schönen Versinterungen, die man hier sieht. Und auch das. So. Weiter geht's mit diesem Gangprofil und wieder schöne Versinterung und eine sehr hohe Kammer. Das siehst du hier auch in diesem Bereich, ne? So, und schon mal aufgefallen ist, und hier diese Strukturen, das sind Versinterungen, ne? Wand und Boden sind da. Ja, und ich glaube, der Fabian, der hatte hier nochmal einen sehr engen Gang da entdeckt, der richtig, richtig schweineeng ist. Also es wird gleich nochmal in extremo. Und hier setzt sich dieses schöne Gangprofil auch weiter, vor allem hier. Wahnsinn. In diesem Sinterfall und auch Sinterbecken noch Wasser gefüllt, sieht man hier. Und natürlich wieder gesäumt hier von schönen Versinterungen und auch Mücken natürlich. Gib mir mal die Kamera. Ja. Und ganz eng geht das hier richtig rein. Und man sieht ja hier, wenn ich mal hier rein schaue, da ist ein Gangprofil zu erkennen. Aber die Frage ist, wie komme ich denn hier um die Ecke? Oh, das wird richtig schwer. Ich hoffe, dass ich nur wieder rauskomme. Das schaffen wir. Hey, das ist krank. Ist das krank. Du wirst es denn hinterher mal hier reinfilmen, wie ich das hier mache. Alter. Das machst du mir gleich nach. Nee, ganz bestimmt nicht. Geht es da noch weiter nach hinten oder? Halt durch! Ich merke ja, wie du gehst. Ah, so. So, liebe Leute. Diesen schweineengen und lebigen Gang bin ich jetzt hier gerade durchgeschluft. Und jetzt tut sich hier diese Welt auf. Ah, richtig kohlschwarze Tropfsteine. Wenn ich meine Botten wegnehme, dann kann ich mal hier hinter gucken. Also, was ich mich ja frage, wie die damals hier diesen engen Gang mit den Fackeln gemacht haben.
Also das erschließt sich mir nicht so ganz. So, auf jeden Fall schöne Tropfsteine. Man sieht es ja hier auch am Boden diesmal, Bodentropfsteine mit dermaßen vielen Mücken. Und hier haben sich mit dem Lehm auch schon Leute verewigt. Hier an der Wand sieht man das auch nochmal. Und im Prinzip endet hier dieser Raum. Wahnsinn, 12,99. Frag mich, ob für meinen Namen noch Platz ist. Mal gucken. Das war extrem. Aber irgendwie ging das Rückzug war leichter als Hinzug. Fabian, was sagst du dazu? Aussehen wie ein Mann, ne? Schön komplett zugesintert einmal mit Leben. Hast du gut gemacht. So, da sind wir hergekommen. Gut sehen wir aus. Der Fabian ist am saubersten. Er hat auch am wenigsten gemacht. Komm, Alter. War sehr interessant. Sehr geil. Wie hast du es gefunden? Deine erste Höhle? War auf jeden Fall ein Erlebnis. Sehr spektakulär. Ja, und wir werden mal sehen, vielleicht, dass wir weitere Höhlenabenteuer hier in der Fränkischen Schweiz unternehmen. Bietet sich auf jeden Fall an. Ich denke mal, das wird wohl was werden. Und jedenfalls wird der Fabian natürlich gut an Ausrüstung auch noch brauchen. Aber ich bin ja da eigentlich sehr erfahren. Ich kann ihn ja so ein bisschen beraten. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr fand es genauso toll. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und sage daher tschüss und bis zum nächsten Video.